Na, habt ihr mal wieder keine Erwärmung geplant und müsst jetzt ein standardmäßiges Aufwärmprogramm abspulen? Oder habt ihr mal Bock, etwas Neues zu machen? Ich zeige euch ja eine kleine Übung, die ihr mit einfachen Mitteln durchführen könnt, die einerseits herausfordernd und andererseits unglaublich spaßig ist, weil das gesamte Team eingebunden wird und man kooperativ gemeinsam Punkte sammelt. Bleibt dran, schaut's euch an. Bei dieser kleinen Erwärmungsspielform geht es natürlich darum, mit Spaß ins Training einzusteigen und die Grundtechniken zu wiederholen, Pritschen, Baggern und auch den Aufschlag haben wir bereits mit drin. Ansonsten geht es natürlich um die Konzentration, um die Präzision im Feldzuspiel, um gleichzeitig an der Koordination zu arbeiten und das Ganze in einer kleinen Spielform, die als Wettkampf das ganze Team betrifft. Wir arbeiten also alle gemeinsam, um die Punkte zu sammeln, die der Trainer als Vorgabe gegeben hat. Zur Organisation. Alle Teilnehmer kämpfen zwar gemeinsam um Punkte, wir arbeiten aber in Zweierteams. Die dürfen allerdings natürlich wechseln, das heißt, die Pärchen können regelmäßig durchtauschen, falls ihr zum Beispiel auch eine ungerade Zahl im Training seid. Ansonsten, in diesen Zweierteams haben wir zwei Leute, die beim Aufschlag sind und die Bälle ins Spiel bringen, zwei Leute, die auf der Annahmeseite die Aktionen durchführen und dahinter kann ein Warteteam stehen. Ansonsten sind alle weiteren Warteteams auf der Aufschlagseite, damit regelmäßig durchrotiert werden kann. Die Punkte werden laut gezählt, damit jeder weiß, wie der Punktestand aktuell ist und ihr könnt einen oder auch mehrere Durchgänge spielen. Um erst einmal in die Übung reinzukommen, empfiehlt es sich, mit einem Ball zu starten. Dieser wird durch einen Aufschlag ins Spiel gebracht, über das Netz, dort Annahme und Feldzuspiel auf ein Ziel. Ich habe hier so einen Ballcatcher, so einen Ballkorb aufgestellt. Ihr könnt aber auch einen Kasten dort hinstellen oder einen Spieler, der auf dem Kasten steht und den Ball abfängt. Jeder Treffer auf dieses Ziel, also den Ballcatcher, den Spieler oder auch etwas anderes, was ihr dort platziert, ist dann anschließend ein Punkt für das gesamte Team. Sobald das Prozedere sitzt, können wir mit dem Spaß beginnen. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit zwei Bällen. Es erfolgen also zwei Aufschläge gleichzeitig durch die beiden Spieler am Aufschlag. Anschließend die beiden Annahmen gleichzeitig und auch das Feldzuspiel gleichzeitig auf die Ziele. Und erst wenn beide Bälle ins Ziel gelangen, dann gibt es den einen wertvollen Punkt für das gesamte Team. Ihr könnt natürlich je nach Leistungsniveau auch andere Vorgaben machen. So kann zum Beispiel jeder Treffer auf das Ziel einen Punkt geben. Und wenn tatsächlich einmal beide Ziele gleichzeitig getroffen werden, dann gibt es zum Beispiel 3, 4 oder sogar mehr Punkte. Das liegt ganz bei euch. Genauso könnt ihr natürlich auch verschiedene Techniken vorgeben, dass der Aufschlag von oben als Tennis, als Float oder als gesprungener Aufschlag erfolgen muss, dass der erste Kontakt ein Annahme-Bagger sein muss oder auch eben vielleicht eine Annahme im oberen Zuspiel. Das liegt ganz bei euch, wie ihr eben eure Schwerpunkte im Training setzen wollt. Außerdem könnt ihr natürlich festlegen, wie viele Punkte euer Team, also alle Teilnehmer insgesamt, erzielen müssen, damit die Übung gewonnen bzw. auch beendet wird. Wenn euch dieses Video gefällt oder auch einfach nur die Übung vielleicht euch Spaß bringt, dann lasst mir doch gerne ein Like da, probiert die Übung mal aus im Training. Ich halte sie für ziemlich witzig, spaßig und gerade vor einem Spieltag kann es noch einmal das Team zusammenschweißen, was dann eben gemeinsam diese Aufgabe leisten muss. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, meinen Kanal abonniert, guckt auch mal bei Insta oder bei Facebook vorbei, da bin ich auch vertreten und poste ab und an mal ein paar Beiträge. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder beim Volleyball-Online-Kongress. Ich hinterlasse euch einen Link in der Beschreibung. Macht es gut, tschüss und bye bye, euer Martin.